So, wollen wir mal gucken. Wir sind bei IT SKR Nasty, der anscheinend noch nicht allzu viel Glück mit dem Looten hatte und hier mit einer Pistole rumrennt. Okay. So, jetzt hat er ein bisschen was gefunden. Keine Platte bisher. Will irgendjemand über einen Tracker gucken, was für Stats der hat? Also Cappuccino und Popcorn ist eine gute Idee bei sowas. So, 6.500. Das heißt, immer wenn du 4.500 behältst und stirbst, kommst du wieder zurück. Right? Dürfte ich ja gut verstanden haben. So, er sprintet hektisch. Er weiß, wo der Sprint-Button ist. Das ist ja schon mal etwas Neues in Warzone bei manchen Spielern. Es sieht aus wie der verzweifelte Versuch zu slide-canceln. Oh, Schüsse. Dein Lieblingsbier? Desperado. Okay, jetzt hat er Angst. Über ihm der Helikopter. Der wird ja offensichtlich von irgendwo angeschossen. Der ist direkt über ihm. Er ist... Also an seiner Stelle Totenstille poppen und rein. Direkt. Totenstille gepoppt. Warum? Warum wirft man seine Flashgranate, wenn man hinter dem Gegner ist? Mint sagt 8 Wins, 1,04 KD, also Standard. Standard-Stats, vielen Dank. 8 Wins, nicht allzu viel. Warum wirft man eine Flashgranate, wenn man schon hinter dem Gegner ist? Das verstehe ich nicht. Jetzt hat er die Nagelpistole dabei. Ich bin nicht begeistert von dieser Entscheidung. 15.500. Keine Buystation direkt in der Umgebung. Jetzt nimmt er die OTS mit auf. 204 Stunden und dann 8 Wins nur. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Der spielt ja im Prinzip einen ganzen Tag für einen Win. Holy shit. Marki, mein Bester. Viel, viel Dank für deinen Prime Sub. Herzlich willkommen bei den Chappies. Lehn dich zurück. Popcorn, Cappuccino. Los geht's. So, jetzt ist er überfordert. Händler markiert. Oh, jetzt hat er den Händler gesucht. So, mal gucken, was die Karte überhaupt sagt. Oh nein, das könnte eine Prison-Zone werden. Oh nein. So, jetzt nimmt er den Händler. Ich hätte direkt den hier genommen und würde durch Stadion pushen. Hier lang Richtung Farbenland und dann Richtung Prison. Aber, oh, der hat einen Gegner vor sich gesehen. Den hat er direkt vor sich gesehen. Ja, es campen bei Prison, sind immer alle im Knast. So, also er hat den Gegner gesehen und den verfolgt er jetzt auch. Anscheinend hat er auch für die Tasche Totenstille weggelegt. Totenstille, meiner Meinung nach, wichtigste Feldaufrüstung, die du dabei haben kannst. Wichtiger als jede Muniart. Oder Tasche in dem Fall. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob er den Gegner auch noch gesehen hat oder ob er ihn komplett verloren hat. Nur pushen ohne Totenstille ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Spezi-Muni, aber hat er ja nicht. Er hat ja eine Muni-Tasche dabei. Bei Spezi-Muni kannst du ja reinmachen und kannst Totenstille trotzdem mitnehmen. Bei der Muni-Tasche musst du hier entscheiden. Wie respawnt ihr, wenn ihr jetzt sterbt? Mit den Waffen, die ihr hattet, oder ohne? Jetzt nimmt er die Stoner. Jetzt nimmt er doch wieder die Nagelpistole. Ohne Waffen. Okay. Okay. Okay.
Also er war motiviert, weil er den Gegner gesehen hat. Der Gegner ist jetzt weg und jetzt ist er wie so ein kopfloses Hühnchen. Wie so ein kopfloses Hühnchen im Prinzip. Carsten Wolter, mein Bester. Vielen, vielen Dank für den geschenkten Sub. Das ist dein allererster auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür an Zenmint. Küsschen, Jungs. Küsschen. Also so sind wir heute wieder. Aber absolut so. Ich werde auch niemals vergessen. Oh, der, da ist er. Er sniped auf ihn. Junge, siehst du das nicht? Da ist ein Sniper-Glint. Das ist groß wie dein Kopf. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er weg. Ja. Das war selber schuld. Das war komplett selber schuld. Der Sniper schießt auf dich und sieht, in welche Richtung du läufst. Und anstatt du einen Haken läufst, läufst du einfach nur in die gleiche Richtung weiter. Oh. Aber... Wollte gerade sagen, jetzt kommt er da nicht ran. Was hat er... Was? Okay, wir sind bei Benny Boy dabei. Benny Boy ist Level 17 und hat 4 Kills in dieser Runde. Da ist ein Gegner über ihm und jetzt fängt die Panik an zu schieben, Leute. Jetzt fängt die Panik an. Er hat einen fünften Kill. Er hat einen fünften Kill. Und ihr wolltet ihn schon auslachen. Jetzt ist die Frage. Oh, da sind noch mehr Schüsse. Direkt vor ihm. Oh, das Aim, Bro. Oh, das Aim, Bro. Du hast eine Flash. Push ihn doch. Tut er nicht? Okay. Wins. 1,09 KD. 1600 Runden. 1600 Runden und 21 Wins. Das muss ich einmal rechnen. Das, mein Bester, muss ich einmal mit dem Taschenrechner rechnen. Das sind 1653 durch 21. Er benötigt 78 Spiele für einen Sieg. Holy moly. 78 Runden, ein Sieg. Da will ich mir aber ein anderes Spiel suchen, Jungs. Moin Forti, mein Bester. Weil wir gleich in die Modern Warfare Nuke reingehen, in den Versuch. Aber Activision hat mir wieder ein Paket davon gelöscht, was ich gerade runterlade. Und solange gucken wir uns Warzone Solos an. Aber Jungs, ihr lacht alle, ne? Der hat eine 6er KD gerade. Er hat 6 Kills. Das hättet ihr alle nicht geschafft. So, jetzt. Er hat doch sein Loadout gerade erst gekauft. Oder nimmt er sie jetzt Geist mit? Gegner? Fuck kam der? Top. Das Movement, Digga. Das Movement, Digga. So, 5 Kills. Kraken TTV. Kraken TTV wurde gerade von Raptor aus dem Leben geschossen. Ist das unser Raptor, Leute? Unser Twitch-Raptor? 11 Kills. Kuss Raptor. Ich glaube, das ist er, oder? Mit Aufklärung beginnen. Vom Movement her. Ich glaube, das ist er, Leute. Aber 100%.
Aber 100%. Geht mal eben kurz gucken, bitte. Wegpunkt markiert. Geht mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist unser Raptor aus Twitch. Mit Aufklärung beginnen. Was er in der Lobby macht? Naja, ich habe ja einfach nur Solo-Lobby gesucht. Kann ja sein, dass er da drin ist. Ich weiß, Raptor ist ziemlich gut in Warzone. Ich weiß nicht ganz, warum ich ihn in meiner Lobby dann habe. Er ist ja deutlich besser als ich in Warzone. Ich spiele das Game ja nicht. Ich habe jetzt gehofft, dass wir in eine Noob-Lobby kommen, aber anscheinend ist es keine Noob-Lobby. Holy fuck. Max, geh mal bitte... Also, Gordy, Sandstorm Insurgency hat mich jetzt vorhin nicht kurz umgehauen, aber kann sein. Er spielt PC, aber ich habe Cosplay an. Das ist nicht der echte. Oh, hat er trotzdem 12 Kills. Seid ihr sicher, dass es nicht der echte ist? Gebietsaufklärung beginnen. 3 1er KD, 618 Wins. Doch, das ist er, Jungs. Das ist er. Was ist denn das für ein Perk, was der benutzt? Dass er Gegner durch Wände durchsehen kann. Hat Activision jetzt einen Perk reingemacht, damit jeder einen Wallhack hat, oder was? Ihr braucht es gar nicht beantworten. Ich ahne es schon, dass sie es mit Absicht gemacht haben. Ich ahne es schon. Alles gut, ich hab's mir schon gedacht. Also wenn das nicht ist, wenn man Gegner anschießt, werden sie kurz angezeigt. Oh, seht ihr, dann haben wir doch jetzt eine faire Art von Wallhack. Ist doch ausgeglichen für alle jetzt. Wie kommt man auf so eine Idee, ne? Anstatt man Geist endlich nerft, damit man trotz Geist zum Beispiel angezeigt wird, auf dem Heartbeat-Sensor. Aber ich kann mir vorstellen, dass das der echte Raptor ist. Oh. So leicht gebe ich. Besser als Anti-Cheat. Oh. Oh. Das ist der echte. Selbe Waffen im VOD. Okay. Wie krass ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf ihn treffen? Oh. Oh. Schade, 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 Raptor. Schade, schade, schade. Ah, was soll er da machen? Er ist dagegen 3 Leute im Prinzip zeitgleich. So, unstable. Auch 11 Kills. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir direkt auf Raptor treffen? In der ersten Runde Warzone von mir nach 5 Monaten oder so. Oh, da ist einer gelandet. Ist er letzte Runde, die er gestreamt hat, vor 7 Stunden Platz 29? Krass. Und Raptor ist zurück, Leute. Er ist zurück und hat sich den jetzt geschnappt. So. Wenn Raptor diese Runde gewinnt, kriegt er in seinem nächsten Stream eine 10er-Bombe von mir. Machen wir den Deal? Machen wir. Wenn er sie nicht gewinnt, kriegt er eine 10er von euch. Gab eine Zeit, da mochte ich ihn nicht, fand ihn unsympathisch. Mittlerweile, ich gucke nicht oft zu, weil ich einfach wenig Zeit habe, aber finde ich den total in Ordnung, muss ich sagen. Finde den total in Ordnung. Und massig Respekt, dass der Warzone so durchzieht, was ja echt ein Schmutzgame ist für viele. Ja, kann sein, dass du ihn unsympathisch findest. Ich fand ihn unsympathisch, aber mittlerweile finde ich ihn voll in Ordnung.
Er hat jetzt auch gerade so viel, dass er wieder zurückkommen könnte. Oh. Alter, der Typ ist ja voll lost, der da läuft. Links ist noch einer. Links hat er gesehen, hat er gesehen. Oh, stark, Alter. Stark. Aber jetzt imagine, Leute, das ist meine erste Runde nach 5 Monaten oder so. Und das Erste, was ich sehe, ist einfach einer der besten deutschen Public-Spieler. Ich meine, stell euch mal vor, ich hätte die Runde jetzt wirklich gespielt. Und er holt sich unstable schon wieder. Das wäre ja einfach... Das wäre so unfair für mich eigentlich. Also so richtig unfair für mich. Ich bin ja in Warzone ein kompletter Noob. Mich nervt der Battle Royale ja mehr, als dass ich ihn spielen würde. Digga, der gönnt sich hier aber eine Runde. Also er gönnt sich. Im Haus. Alter, hat er den gemolken. Holy shit. 21 Kill-Runde. Nice. Also die Tatsache, dass ich nicht wusste, dass das ein neues Perk ist, sagt ja eigentlich schon einiges über die Spielzeit von mir aus, die ich im letzten Jahr in Warzone hatte. Hatte. Seht, wie ihr es wollt. Die letzte Warzone-Runde, die ich selber gespielt habe, ist, glaube ich, 4 Monate her oder so. Oh, den hat er gesehen. Noch 25 übrig. Gute Arbeit bisher. Stark. Stark. Natürlich profitiert, dass der Gegner jetzt nicht der Beste war, aber musst du halt trotzdem erstmal so machen. Als ist die Drohne weg, ist natürlich ärgerlich. Alter, der rasiert die ganze Lobby, Leute. 24 Kills. Und tut mir einen Gefallen, Leute. Nicht darüber sprechen, ob das jetzt eine VPN-Lobby ist oder Reverse-Boosted. Es kann ganz normaler Zufall sein, dass er einfach in der Lobby mit mir drin ist. Es kann kompletter Zufall sein. Und da ich persönlich ja selber in Cold War mit Neffen-Account-Lobbys mittlerweile spiele, weil es einfach unerträglich geworden ist, wäre es mir persönlich auch völlig egal. Alter Falter. Alter Falter. Er spielt Offstream, glaube ich. 2 Monate, Max. Wow. Wow. Warum er Solo spielt? Ich weiß nicht. Vielleicht wärmt er sich auf und spielt gleich gegen Haptic oder so. Keine Ahnung. Warum COD-Content in YouTube-Videos meinst, dass du erstmal vom Game distanzierst? Ich habe gesagt, dass ich sehr vorsichtig bin, dass ich die Beta spielen werde und trotzdem habe ich das Recht, COD-Content zu machen. Ich kann ja etwas kritisieren und mir es trotzdem angucken währenddessen. Ist ja Gott sei Dank nicht deine Entscheidung, was ich mache. Mit Aufklärung beginnen. Nun, 26 Kills. Und 5.500. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Aimbot an? Scherz. Vielleicht für ein neues YouTube-Video. Das kann sein. Vielleicht nimmt er gerade auf für ein Video. Okay. Der eine ist, glaube ich, in der Luft. Er ist in der Luft, der eine. Ah,
Aber er beamt die Leute schon. Das ist schon stark, was er da spielt. Der arme Gegner, Alter. Der arme Gegner, Digga. Gerade am Looten steht er vor dir und ballert dir den Kopf schon weg. 27 Kills. Das Ding ist, ihm fehlen halt genau 400 fürs Rebuy, aber entscheidet sich jetzt für die Drohne. So, der Gegner ist oben, das siehst du auf der Minimap. Den challenged er auch gar nicht. Von der Position her steht er auch perfekt. Eigentlich ist die Position super. Von allen Seiten werden sie irgendwann kommen, aber er ist halt jetzt schon zentral. Konsolenspieler sind krass im Nachteil. Der FOV-Slider in Warzone macht hier den größten Unterschied. Übertrage Luftangriffskoordinaten. Der Blitzschlag ist nice. Der war nice. Nicht nachlassen. 28 Kills, Jungs. Klar, in Buyback hast du natürlich mehr Möglichkeiten, Kills zu machen, aber 28 ist trotzdem unglaublich stark. Denk dran, ne? Wenn er gewinnt, schulde ich ihm eine 10er Subbomb. Die tut schon weh. Wenn er verliert, ist es eure Schuld. Neun Gegner noch. Holy fuck. Oh. Beim nächsten Mal machen wir das nicht, okay? Von wo wurde er denn angeschossen? Stark gespielt. Stark gespielt. Er hat die goldene Gasmaske. Er könnte auch noch gefühlt Ewigkeiten im Gas bleiben. Links von ihm ist einer gewesen. 13.900. Genug für Rebuy und für die Drohne. Gleich noch eine, noch Blitzschlag mitgenommen. 6 Gegner noch am Leben. Könnte 30er Killrunde werden. Alter, gebeamt, ey. Gebeamt. Oh. Nice, und pushen. Stark, Alter. Morgen Eros, mein Bester. Starkes Ding. 3 Gegner noch, 31 Kills. Jetzt soll er sie auch gewinnen. Jetzt soll er sie auch gewinnen. Scheiß auf die 10er Subbomb, hat er doch verdient. Wann er ernsthaft beschossen wurde? Eben, als er am Loot war. Ich weiß halt auch nicht, was für eine Lobby das jetzt ist, ob das eine eher schwächere Lobby ist. Also ich weiß nicht, wie die mich ranken nach so langer Zeit. Ich habe keine Ahnung. Aber ist für mich auch nicht relevant. Ich bin ziemlich leid, dass alle Warzone-Spieler, die gute Runden haben, dass ihnen immer vorgeworfen wird, dass sie eh nur VPNs nutzen und alles. Zwei Gegner noch. Ganz objektiv ist das keine gute Lobby. Weiß ich nicht, Digi. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man es ja tracken, was für eine Lobby das ist. Vielleicht will mal einer kurz tracken, welche Lobby das ist. Exo, vielen Dank für dein Follow, mein Bester. Eins gegen eins jetzt. John Keks Pakistan.
Da schulde ich jemandem eine 10er-Bombe. Mist. Mist. GG, Leute. Verdient gewonnen.